Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich baue ein Adventure. Wow, das war, glaube ich, ziemlich genau der gleiche Anfang wie letztes Mal. Ja, jetzt schon. Die letzte Folge ist erst so kurz her, aber jetzt gibt es schon die nächste Folge, weil ich tatsächlich nichts anderes gerade gemacht habe, so. Und ja, wir kommen in einem neuen Bereich, den Diamantenbereich, den ich äußerst cool finde. Und wir sehen hier gleich Challenge 15. Ist da. Bonus-Chest ist da. Und, ja, man kommt hier aber so nicht dran, oder? Habe ich gar nicht getestet. Kommt man so an die Kiste dran? Scheiße, kommt man dran. Muss ich nachher noch einen weiter nach hinten verschieben. Gut, dass ich mir das alles nochmal hier angucke. Fällt mir gleich sowas auf. Aber ja, wie soll man denn überhaupt auf den Steg hochkommen? So, ne? Weil du musst auch irgendwie weiterkommen. Ich habe mir was überlegt. Aber das werden wir erst gleich sehen. Sondern wir gehen jetzt erstmal zu Challenge 14 Schwierigkeit hart. Und ich will das mal nicht auslösen, deswegen mache ich das hier nicht kaputt. Und ja, wir müssen da oben rein. Und dafür müssen wir erstmal hier links lang und einen kleinen Gang. Dass das Diamant ist und dass hier sehr weite Sprünge sind teilweise. Das ist hängt damit zusammen, dass ich gerade eine Adventure Map ja, gespielt habe in den letzten Tagen und ich in dem diamantenen Bereich der Map einfach nicht weitergekommen bin. Das soll eine Anspielung darauf sein. Deswegen sind hier auch ziemlich ähnliche Sprünge. Nämlich war die Challenge, dass 10-mal ein Vierersprung hintereinander kommt. Das war die Challenge und ich habe es nach 6 Stunden habe ich es immer noch nicht geschafft. Das wollte ich so ein bisschen mit mir mit verarbeiten, dieses Trauma. Naja, hier oben ist ein Knopf und was passiert denn wohl, wenn ich den einfach mal drücke? Gar nicht mal so viel. Oder etwa doch? Natürlich passiert etwas, was ziemlich interessant ist, nämlich... Da oben hat sich die Luke geöffnet, dieses 3x3-Feld, und dann kann man hier hochgehen. Das muss ich jetzt natürlich gleich wieder aufräumen hier, den Sand. Und wenn die Zeit nicht abgelaufen ist durch den Timer, dann kann man noch an die Bonus-Chest ran, beziehungsweise muss sie halt nochmal weiter hinsetzen, weil man sonst von hier unten reinkommt, wie ich ja gerade festgestellt habe. Und ja, diese 3x3-Tür, höchst interessant, meine Damen und Herren, wird hier durch den Knopf getriggert und es sieht irgendwie sehr, sehr kompliziert aus mit sehr vielen... Da Redstone, hier sind Pistons, Doppelpistons und bla. Wäre ich auch allein nicht drauf gekommen, habe ich natürlich aus einem YouTube-Video herausgeklaut, wo ein, keine Ahnung, 12-Jähriger, schätze ich mal, das erklärt hat. Aber das sind auch die Besten, weil die erklären es dann auch so, dass man es versteht, finde ich. Besser als manche andere. Naja. Und ja, fand ich einfach cool, so dass man erst so diesen, quasi dieses Leere hat. Und wenn man den Knopf gedrückt hat, kommt man zurück und dann ist hier das alles. Weil dann oben diese Luke aufgegangen ist. Fand ich irgendwie sehr cool. Hatte ich Bock drauf. So, dann gucken wir doch mal weiter. Und, ja, Challenge 15. Sand sieht man hier, aber es kommt kein Challenge-Schild. Und was ich jetzt einfach mal zeigen wollte. Man kommt hier so rein. Und... sehr aufwendig. Das hat echt... ziemlich lange gedauert, um hier ein möglichst realistisches Bild einer ja, Höhle aus Sandstein zu bauen. Ne? Also ihr wisst ja, die Map ist ja eigentlich eine Flatgrass Map, das heißt, ich musste ja das auch alles einfach selber bauen so. Und das hat schon ein bisschen gedauert, aber es ist tatsächlich ohne Zeitlimit. Und ja, weil, also eigentlich gibt es ja keine richtige schwere Aufgabe oder so. Sondern das ist tatsächlich so ein Teil, so, ja, weiß nicht, so ein bisschen wie in Ägypten oder so. Man muss halt so ein bisschen erkunden, wenn man alles haben will. Und zum Beispiel gibt es hier einen vertrockneten Brunnen, den man aber tatsächlich wieder in Gang setzen kann, um möglicherweise ja irgendwo hochzukommen. Und es gibt hier so ja, alte Säulen mit Schaltern dran. Und ja, so Nebennischen. Und hier eine Mauer, wo man dann drüber muss. Und hier ist eine Tür und hier geht es dann tatsächlich am Ende weiter. Aber... Und hier ist zu. Und da oben, oh, da scheint wohl ein Durchgang zu sein. Mensch,
ziemlich viel zu sehen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles hier spoilern will. Ich mach's jetzt einfach mal. Uhu. Was man machen muss. Man muss den Schalter hier umlegen. Dann hat man es hier vielleicht schon am Licht gesehen. Fällt hier ein Stück dieser Wand runter, sodass man quasi hier rüber könnte. Aber dazu muss man natürlich erstmal über die Mauer rüber. Und dafür ist dann hier ein Schalter gedacht, der dann nämlich dafür sorgt, dass diese Treppe hier einen nach oben geschoben wird und dann kommt man über die Mauer rüber. Und das sind zwei Sachen. Die muss ich aber tatsächlich auch hier, die Wand muss ich wieder reparieren und das muss ich gleich wieder reparieren. Also die lassen sich nur einmal auslösen und die bleiben dann halt auch so. Ja, jedenfalls kommt man dann hier rüber, kommt in dann einen zweiten Bereich. Und hier ist dann eine Brücke. Und wenn man hier hochkommt, dann kann man hier den Schalter drücken. Und das sorgt dann dafür, dass der Durchgang zurück wieder frei ist. Natürlich gibt es hier auch so die ein oder andere Kiste versteckt in diesem Bereich. Und naja, jedenfalls kann man dann... Achso, ja genau. Kommt man überhaupt zurück? Ja doch, hier kommt man tatsächlich nochmal zurück, falls man nochmal zurück möchte. Und ja, die Spielzeit in diesem Bereich ist zwar echt minimal, weil es ja eigentlich keine schwere Challenge so gibt, aber ich weiß nicht, manchmal muss man halt auch sagen, ja okay, dann baue ich halt einen Bereich, der einfach schön aussieht. Wo es spielerisch zwar nicht so viel geht, aber es muss einfach auch schön aussehen. So, ne? Naja, und dann kommt man hier weiter und ich glaube, deswegen hier ein Zeitlimit, für was denn? Ach, finde ich doof. Passt einfach nicht. Auch wenn ich halt sonst immer Zeitlimits habe, ja, dann ist das halt mal ein Ding ohne Zeitlimit. Ist halt dann so, ne? Ja, und das ist dann hier auch schon das Ende. Dieser Komplex hat trotzdem sehr lange gedauert, weil, naja, halt das alles hier so möglichst realistisch aussehen zu lassen, das dauert halt dann auch schon ein bisschen, ne? Wisst ihr ja auch selber. Weil halt, dass es alles so nicht eckig ist, sondern halt wirklich wie eine Höhle aussieht. So, das wollte ich halt erreichen. Ich glaube, das ist mir recht gut gelungen. Hier sieht man den Sand dieses Durchgangswalds. So. Ja, das war tatsächlich so der Zwischenstand, was ich so in ein paar Stunden jetzt hingekloppt habe. Und ich hoffe mal, dass es jetzt demnächst mal wieder was anderes geben wird als Adventure Map, weil jetzt brauche ich auch erstmal wieder ein bisschen, muss überlegen, was ich so als nächstes dahin pflanzen möchte auf diese Karte. Und dann würde ich sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, also ich weiß nicht, wie lang die Map noch wird, aber sie soll schon länger werden. Also ich werde sie dann spielen, dann werde ich sehen, wie lange man dafür ungefähr braucht und je nachdem, welchen Stein, ob ich noch mehr baue oder weniger. Und vielleicht brauche ich noch mehr von diesen authentischen, also diesen aufwendigen Sachen, die einfach schön aussehen. Weil das gefällt mir auch immer, das mag ich immer, wenn Sachen echt cool aussehen. Das ist eigentlich das, was ich richtig geil finde, wenn Adventure Maps auch einfach mal cool aussehen, wie so ein Adventure. Ja, obwohl ich jetzt schon eigentlich mich verabschieden wollte, habe ich doch nochmal was anderes erzählt. Ja, lasst einfach eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, liebe Leute.